Derp, derpity, derp, 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 derp. Position. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Hallo und willkommen von der Île Notre-Dame. Es verspricht, ein weiterer unglaublicher großer Preis von Kanada zu werden. Auf dieser Strecke ist der Sieg extrem hart umkämpft, da es oft weniger als eine Zehntelsekunde ist, die den Wettstreit um die Pole Position entscheidet. Unter nassen Bedingungen sollte man diese Strecke nicht unterschätzen, wobei während der langen Geraden die entsprechende Spitzengeschwindigkeit über Sieg oder Niederlage entscheiden könnte. Diese 4,34 Kilometer lange Strecke besitzt 14 Kurven und bei trockener Fahrbahn ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 209 km/h pro Runde drin. Um allerdings irgendetwas davon zu sehen, müssen wir heute schon ziemliches Glück haben. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Können wir uns vielleicht mal ein bisschen über Pierre Gasly unterhalten? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Der Eismann startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc und Stroll, Vettel, Kvyat, Perez und Carlos Sainz, Ricciardo, Albon, Lando Norris und Ocon, Raikkonen, Grosjean, Antonio Giovinazzi und George Russell, Aitken, Gasly, Magnussen. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Mit der Startposition sollten wir heute ein besseres Ergebnis einfahren können als im letzten Rennen. Na los, du kannst das. Thank you.
Weiter Gas. Lass uns die erste Runde voll ausnutzen. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden.
vorne mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden.
rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Zustand. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 27,9 Sekunden. Mit dem Benzin noch raus.
Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Großartiges Rennen.
geschafft. Gut gemacht. Eine erstaunliche Fahrerleistung und gute Arbeit vom gesamten Team haben heute hier in Kanada zum Sieg geführt. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Nach der heutigen Leistung sichert sich Valtteri Bottas die Führung in der Meisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso... Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Danke für den Kommentar.